Okay, hallo Jäger. Ja, heute möchten wir hier einmal über Schießstöcke sprechen. Und zwar deshalb, weil der Bunsi ein absoluter Profi ist im Einsatz von Schießstöcken. Der macht das eigentlich im Grunde fast täglich. Genau. Und ich habe hier auch bei ihm gelernt, im Grunde verschiedene Positionen einzunehmen. Bunsi, sag mal aus deiner Sicht, was gibt es, wie ist der Einsatz von Schießstöcken und was gibt es für Vorteile oder Nachteile? Ganz genau. Also es gibt ja viele verschiedene Schießstöcke. Erstmal finde ich, ist ein Schießstock, egal in welcher Form, eine Riesenhilfe und kann man auch als das nutzen. Gerade wir hier nutzen Schießstöcke sehr viel, weil wir unheimlich viel pirschen, weniger Ansitzjagd machen. Ja. Und von daher wollen wir heute einfach mal gucken, was für verschiedene Schießstöcke gibt es eigentlich so und wie nutzt man die eigentlich, ne? Also es gibt ja zum Beispiel den du auch hier oft hast, ne? Genau. Den, von dem habe ich jetzt auch schon ein paar Mal geschossen. Richtig, das ist einer, der ist halt so ein bisschen, der hat halt zwei Auflagemöglichkeiten, Ja. ne? Also der hat zwei Beine, wenn man so will, aber er hat vorne und hinten eine Auflage, ne? Wenn man das mal so zeigt, nimm mal einfach eine Waffe, irgendeine. Genau. Da ist Hier jetzt ein den Zweibein dran, Zweibein auf, aber das geht dann okay, so ein machen wir es bisschen einfach hier rüber. drüber. Genau, und trotzdem siehst du, passt es, ne? Ja. Und man hat halt hinten eine Auflage, vorne eine Auflage. Das Ja. heißt, man ist schon mal sehr viel ruhiger, Ja. ne? So, und das ist eine sehr gute Hilfe, ne? Das ist einer der Stöcke, die wir auch sehr gerne hier nutzen, einfach, ne? Ja. Und Weil da es haben halt wir schon, sehr. jetzt habe ich gesehen, auch auf den Jagden hier, da haben wir schon mitgeschossen, über 200 Meter. Ja, dein Vater zum Ganz Beispiel hat genau. gerade irgendwie ich glaube, ein Oryx war das so, 230. 230 Meter, ganz Gar genau. kein Problem. Und das ist schon wirklich sehr gut hier. Genau, also Ja. das wäre freihändig nicht machbar in dem Sinne. Und deswegen ist so ein Stock eine Wahnsinnshilfe, ne? Okay, Also das ist zum und Beispiel was einer. natürlich auch gut ist, das sind ja hier meist Leichtbauweisen. Ganz Ja, genau, kann man ganz als genau. Pierstock nehmen. Ich habe gesehen, dass der Bunsi die auch sehr oft nimmt, um mit dem Fernglas zu glasen. Ja? Richtig, Also ne? auch als Hilfe, um mit dem Fernglas dann in die Ferne zu schauen, Richtig, da kann man sich ganz um das Wild genauso. anzusprechen. Ganz Ne? genauso positionieren einfach, das Glas auflegen und kann sauber ansprechen einfach. Ne? Das hilft halt wirklich auch. Ja. Dazu ist jeder Schießstock nutzbar. Ne? Ja. Gut, dann ist ja hier noch was anderes. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen von Vanguard, der trägt die Waffe im Grunde komplett alleine. Ja, das ist auch hier ein Dreibein. Das kann man natürlich auch nutzen als Dreibein. Das ist ja wieder so Ganz eine genau. besondere Situation oder besonderes Zweibein. Hier ist ein Dreibein und hier ist eine Besonderheit, dass es hier so einen Arm gibt. Ja, der heißt, hier steht so ein Unistick. Kannst du den vielleicht mal so einmal Genau, den abmachen? kann man ja auch Den abmachen. kann man abmachen. Oder halt auch verschieben einfach, ne? Das heißt, ich kann hier schießen im Also Grunde man. auch so über den Dreibein, was auch schon wirklich sehr, sehr gut ist. Genau, Weil das. das Dreibein einfach prinzipiell schon von alleine feststeht, Es ne? steht von alleine, du brauchst es nicht halten, das ist der große Vorteil, ne? Also das Dreibein steht immer von alleine und du Ja. kannst es nur als Auflage nutzen. Du könntest zum Beispiel auch die linke Hand hier hinten an den Schaft nehmen und dich einfach auf dich Ja. konzentrieren und die Waffe liegt vorne komplett alleine, ne? Okay, wichtig beim Schießen ist ja, oder um die Waffe wirklich ruhig zu bekommen, dass im Grunde der hintere Bereich auch irgendwo stabilisiert Ganz wird. genau. So, und das haben wir. Da gibt es jetzt einmal eine Möglichkeit hier über das Bein. Der Bunsi hat mir aber was beigebracht, wirklich beim Schießen, wenn wir Richtig. im Busch sind. Im Einsatz Ja. machen wir das halt so. Vielleicht kommst du ein bisschen rüber. Genau. Da bin ich sehr oft, nehme ich diese Position Genau. hier ein. Ich halte den Stock mit einer Hand fest und strecke meinen Arm aus, gehe so ein bisschen in eine tiefere Position. Und du legst dann im Prinzip deinen Ellbogen auf meine Schulter. Und das ist wirklich die perfekte Position vom Schießstock hier, weil Genau. damit habe ich meine Schulter richtig gut oder meinen Arm stabilisiert und habe also so eine Auflage. Ich glaube, damit kannst du, wir können es ja mal probieren. Wir können Genau, ja mal wir werden wirklich einen das gleich Weitschuss machen. machen Ganz auf, ich weiß genau. nicht, ich sage jetzt mal 400 Meter. Zum Ja, Beispiel, so ad richtig. hoc würde ich jetzt sagen, damit würde ich auch 400 Meter direkt Treffen. treffen. Ganz Ja? genau. Ja, können wir mal gleich Können wir machen, gleich ne? mal probieren. Aber Genau. das ist so wirklich eine coole Sache. Genau, und für den Fall, dass man alleine ist, Dass der Bunsi eben nicht dabei ist, richtig, ja? gibt es halt diesen Unistick dann hier, ne? Und Okay, der den ist machen wir halt, einmal dran den wieder. kann man halt hier an verschiedenen Positionen ranklemmen. Und der ist ja auch schnell montiert. Der ist super schnell montiert, also da ist er schon fest. Zack. Und dann steht die Waffe hier auch. Dann habe ich auch eine Stabilisierung hier hinten und kann dann hier im Grunde Noch ein auch, bisschen, okay, der ist hier in der Länge verstellbar, also man der kann den müsste halt jetzt auch ein bisschen einstellen. höher und sieht mal auch, wie schnell das geht. Und dann könnte ich hier auch ein bisschen auf Spannung gehen und komme auch ziemlich schnell und sehr ruhig ins Ziel. Genau. Ja, das ist halt eine Variante, ne? Ja. Oder wir haben jetzt hier noch so, das sind, sagen wir mal, die gängigen Sachen, die wir jetzt hier Ja. haben, ne? Hier haben wir zum Beispiel jetzt noch einen sogenannten Triggerstick. Dann hat man hier diesen sogenannten Abzug und dann kann man hier die Länge einstellen. Der ist so einstellbar, beziehungsweise wir können ihn hier ein bisschen länger machen mal. Und dann kannst du den auch auflegen. Ja. Hier ist natürlich, wenn man alleine ist,
hat man halt nur, also man muss zum einen den Stock ein bisschen halten. Ja, der bewegt sich also in diese. Es bewegt sich ein bisschen. Es ist definitiv eine Hilfe. Ja. Aber natürlich wäre wieder optional die Position, wenn man zu zweit ist, dass einer den wieder hält und stützt. Ne? Aber es ist alles funktioniert. Und das Wichtigste ist halt egal mit welchem Skistock, ist Übung. Ja, ist man halt, muss es wirklich üben. Ja, ist ne? halt auch mit einer Hand sehr gut bedienbar. Ne? Genau. Aber ich sag mal, Dreibein bietet natürlich noch mehr Vorteile in dem und noch mehr Stabilität. Genau. Also die ruhigsten Varianten sind einmal das Dreibein oder halt der andere, wo man hinten und vorne in der Auflage schon mal hat. Und ja gut, jetzt hat man wieder wie immer die Qual der Wahl. Was würdest du denn einem, ich sag mal, einem deutschen Jäger empfehlen? Welchen Stock soll er nutzen für die Pirsch? Oder was ist so? Es kommt halt auch auf den Einsatzbereich an. Wenn man jetzt nicht besonders weit schießen muss und schnell sein muss, ist, glaube ich, ein Zweibein das schnellste und einfachste. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann glaube ich, nehmen sich die anderen beiden nicht viel. Mhm. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, eine ruhigere Auflage für den etwas weiteren oder sauberen Schuss, sind die beiden wahrscheinlich die bessere Option. Okay. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, wir probieren nochmal hier alle Stöcke ein bisschen durch und schießen mal so ein paar Entfernungen. Ja, damit wir auch im Training bleiben. Denn, ja, wie du schon eben gesagt hast, man muss auch üben. Ja? Genau. Das ist also nicht damit getan, sich einen Zielstock zu kaufen. Und man geht da mit Pirschen und schießt, das ist wirklich mit Übung verbunden. Und wenn ich das nicht mache am Anfang, da schieße ich da wirklich nicht gut mit. Genau. Mache ich das ein paar Mal und mache das gezielt, dann schafft man wirklich auch wirklich gute Schüsse auf weite Entfernung hier auf der Schießbahn. Richtig. Ja, aber wie gesagt, nur mit Übung. Ja? Ja, üben ist das Wichtigste. Okay, ja. Ja. Das zum Thema Schießstöcke. Dann würde ich sagen, wir schießen jetzt wieder eine Runde. Genau, ein paar Kanonen haben wir jetzt hier noch zur Auswahl. Und dann probieren wir noch mal alles durch hier ein bisschen. Sehr geil. Yes. 400 Meter über den Skistock, ne? 400 Meter. Das geht. Dann filmst du das auch? Ja. Ding. Gleich nochmal. 200 Meter Gong. Bing. Geht, ne? Das geht. So, pass auf, jetzt will ich mal. Darf ich mit der auch einmal schießen? Und zwar auch auf 2 Meter mit dem ganz einfachen, mit dem Zweibein. Natürlich. Mal gucken, wie das geht auf 200 Meter. Das ist die 2 zu 2, ne? Ja. An. Ja. Hab sowieso auch so relativ fein. Trägst du immer den Arm gerade hier? Ja. Ja, so irgendwie so. Was du machen kannst, warte. Den hier, ne? Stell den ein bisschen schräg nach vorne. So. Genau, dass er dir entgegensteht. Ne? Ja, und das ist ein guter Tipp gewesen für dich. Ja. Ist nicht so ruhig. Da musst du dich verdammt konzentrieren. Da musst du schon genau auch im richtigen Moment, weil du bist nicht immer sauber drauf. Ja, genau. Da eiert man so ein bisschen drumherum.